Leute, wir haben natürlich auch ein paar Pfeifen dabei. Da sieht man diese wunderschöne Ocean KFS mit meinem wunderschönen Tellermod, den ich mir natürlich von der CAT-Trade geklaut habe. Und da drüben ist noch die legendäre Paragon. Ein bisschen Kleinstuff, also ein ganz kleines bisschen. Und ja. Ich finde es einfach geil. Einfach geil, Alter. Einfach geil. So Leute, mal hier die Musik ein bisschen leiser. Und das Fenster vielleicht mal hoch. Windgeräusche. Wir haben jetzt fast unser Ziel erreicht. Oh Gott, jetzt wird es dunkel im Tunnel. Jetzt sieht man uns gleich nicht mehr. Na doch. Doch, man sieht uns doch. Wir haben bald unser lang ersehntes Ziel erreicht. Nach 6 Stunden Fahrt samt Stau und Essen und Trauerpause. Und so. Genau, so sieht's aus. Und dann suchen wir uns erstmal einen Campingplatz, weil darum kümmern wir uns natürlich auch nicht. Ne? Also es ist einfach losgefahren ohne Ziel. Einfach losgefahren ohne Ziel. Wenn wir dann den Campingplatz haben, dann wird erstmal eine Pfeife angemacht. Und dann danach, Gegend erkunden. Ja, dann wird ein bisschen Survival-Trip hier gemacht. Und ja, das ist Glück habe ich mein gutes Victorinox dabei. Ah. Toll. Ja, bis dann. Wir haben es jetzt geschafft, endlich mal einen Stellplatz zu finden hier. Es war ein wirklich sehr interessantes Erlebnis. Wir sind jetzt mit dem blauen Blitz hier und haben unser Revier markiert und aufgebaut. Und dann wird sich erstmal bald eine Pfeife angemacht. Leute, das Basiscamp ist aufgestellt. Die Shisha-Box on Tour ist auch bereit. Die Pfeife steht, die Kohlen werden heiß gemacht. Wir sehen uns, wenn das Köpfchen an ist. Das erste Köpfchen des Urlaubs ist an. Es ist der wunderschöne Hemiko von MBM. Sehr stabiler Tabak auf jeden Fall. Müsst ihr unbedingt probieren. Ist ein Himbeertabak. Ich glaube mit Limette oder sowas in der Art. In dem Moonfunnel auf der schönen Barak. Gönn mit einem schönen Kalaut und drei Domcoco C25 Kohlen. Ja, wir lassen hier den Abend ausklingen. Mal sehen, wo wir dann noch hingehen heute. Rauch ist auf jeden Fall da. A few moments later. Freunde, wir sind jetzt in der City, wo man mich mittlerweile kennt. Dosenbier saufen! Dosenbier saufen! Wir haben keinen Stoff mehr am Mann. Das heißt, wir holen Stoff. Kaufland! So Leute, ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht so viel sehen, aber das ist das zweite Köpfchen, was wir heute gemacht haben. Es ist schon relativ dunkel. Wir lassen jetzt noch den Tag ausklingen. Wir haben einen Kasten Bier besorgt, Flasche Fevi und das für 13 Euro. Das ist echt ein Schnäppchen, das muss ich echt mal so sagen. Leute, wir sind jetzt hier in der City. Nachdem wir eine schöne Nacht hatten, da haben wir uns geholt, was zu essen. Haben heute früh Bier getrunken, haben gestern Abend Bier getrunken, wieder am Pfeife geraucht. Ne? So, moin Leute und herzlich willkommen bei den Smoke oder bei den Schweiß Brothers. Wärmebrüder. Die Wärmebrüder. Wir sitzen jetzt gerade in blauem Blitz. Weil es ist draußen unerträglich, wir können uns nicht mal eine Pfeife anmachen, weil es so warm ist. Nachher geht es eine Runde wandern, jetzt wird erstmal Mittagsschlaf gemacht, weil uns ein Waschbär die Nacht wach gehalten hat. Ja, wir hatten einen Waschbär tatsächlich am Bett, oder am Zelt, weil wir da unseren Müll, also, ich wollte das mal irgendwie hier präsentieren, das ist unser Kackzelt. Hey, das ist schön. Ich weiß, dass das schön ist, aber da ist ein Müllbeutel dran und an diesem Müllbeutel wollte sich ein Waschbär vergehen. Der wollte uns doch mal Molasse fressen. Nee, genau, der wollte die Molasse fressen, aber wir haben ihn daran gehindert, indem wir am dagegen gehauen haben. Dann sind die ganzen Schweißperlen, das ganze Kondens war ins Gesicht gefetzt. Boah. Also die Nacht war eher semi-geil, aber... Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Schlaf nachholen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Das ist der Colin. Da ist ein Weg.
Da ist ein Weg. Wir sind gerade an irgendeiner Sektencamp vorbeigelaufen. Das war bestimmt. Ja. Gruselig. Wir hatten Angst. Wir hatten Angst. Und die hat sie schon gespürt. Eine Pfeife haben wir gerade leider nicht dabei. Wir wollten eigentlich zu irgendeinem Pier oder zu irgendwas hinlaufen. Aber. Noch nicht. Mal. Ganz schönes Stückchen weiter hier noch hier sitzt. Ja. Promenadenmäßig aus. Ja, und da wollen wir dann auf jeden Fall hinlaufen. Gucken wir mal ein bisschen irgendwie was auschecken können. Ja. Trinken, einen Kaffee, ein bisschen chillen, Wetter genießen. Auch heute Abend wird sich nochmal zugeknüppelt. So sieht ein Traumurlaub aus, würde ich mal meinen. Geht's zum Strand lang. Kleines Feedback nach dem Gang. Wir haben immer noch links und rechts nur Hecke. Und ich glaube, ich muss da nicht wirklich was zu sagen. Ich glaube, es tut aber schon für mich. Puh, jetzt ist die Form wieder da. Also. Vergesst nicht, im Urlaub muss auch trainiert werden. Wenn ihr so eine perfekte Ruderstange seht, nehmt das Ding auf jeden Fall mit. Deswegen beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Also ja, nicht. Freunde der gepflegten Viecher, ich kann nicht. Nachdem wir heute fast 30 Kilometer gelatscht sind, fängt es jetzt auch noch draußen, wenn man sich das hier mal anguckt. Die Pfeife steht zwar hier drin, ob man sie anmachen, wissen wir nicht. Wissen nicht wie, wo, was. Da ist übrigens unser Zelt. Und ja, keine Ahnung, mal sehen, ob wir überhaupt die Nacht über. Da werden nämlich die Smoke Brothers zu den Survival Brothers. Leute, wir haben jetzt unser Köpfchen gemacht, das Köpfchen des Tages. Was sagt Colin dazu? Er ist noch nicht an. Oh, jetzt ein bisschen Glück wieder mit dem Wetter gehabt, mein Herz kurz geschifft. Jetzt kommt gerade so eine kurze Phase, wo es wahrscheinlich schön bleiben wird und danach kommt so mal eine schöne Regenfront. Mal gucken, wie es die Nacht wird. Genau. Möglichkeiten aus dem Basiscamp Smoke Brothers. Wir haben uns mittlerweile in unser Zelt verkrochen, weil es jetzt schon ein bisschen rumdonnert. Die Pfeife steht draußen, dass man hier natürlich auch keine Kohlenstoff-Monoxid-Vergiftung erleiden. Ich freue mich. Weitere Infos folgen. Freunde, im Basiscamp hat es jetzt angefangen zu regnen. Das Bier ist aber trotzdem griffbereit. Und die Pfeife ist jetzt ein bisschen. Ja gut, es geht noch so. Ja gut. Wenigstens ist es ein bisschen windstill hier drin. Wenn wir überhaupt noch genug Sauerstoff im Zelt haben. Leute, die Lage spitzt sich zu im Smoke Brothers Camp. Die Heringe sind alle nachgespannt. Das Bier steht noch griffbereit. Der Colin ist gerade noch mal austreten. Wünscht uns Glück, dass wir die Sache überleben, sonst werdet ihr dieses Video wahrscheinlich nicht sehen, aber das ist mir dann egal. Ist um mein Kult, für alle Fälle. Ist um mein Kult, auf alle Fälle. Sind von einem Kult, da kommt die Kelle. Ist um mein Kult.
das Basiscamp Smoke Brothers ist zusammengepackt in den blauen Blitz. Colin, dein Statement zu den 3 Tagen. Nass. Kein Schlaf. Pfeife rauchen. Und natürlich Dosenbier saufen. Schafft der Polo die 180? Schafft er sie? Oh nein, nein! Nein! Komm! Ah! Wir haben's geschafft! Der blaue Blitz! Leute, wir sind jetzt auf der Heimreise. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da auf das Video. Folgt uns natürlich auf Instagram, um kein Content mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-Brüder. Smoke Brothers.